Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die Airbombs von Weco. Eine Neuheit, die ich so noch nie auf dem deutschen Markt gesehen habe. Zumindest nicht von Weco. Die ähneln ja vom Aussehen her hundertprozentig den, sag mal schnell, von Comet, die Future Rockets, genau. Ein 30mm Rohr haben wir hier. In den Farben Grün, Blau, Rot und Gelb. Und das sind, ja, wie die Future Rockets, halt Bombenrohre, die aber nicht nur zwei verschiedene Effekte haben, sondern jedes Rohr hat hier so seinen eigenen Effekt. Und von Weco habe ich das noch nie gesehen. Nur in England, ich habe da so ein Video auf YouTube gefunden, das war anscheinend aus England. Hier 16 Gramm. Guck ich auch mal. Die anderen auch so viel haben. Was ist denn das hier? Okay, haben wir gerade einen Stern gehört. Schön. 16. Ja. Das O. Und das hier natürlich auch. Ja, und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns gleich beim Test der Airbombs. Ich bin echt gespannt, was die können. Vor allem von Weco. Viel Spaß bei der Zündung und bis gleich. So, jetzt die Airbombs, die Neuheit dieses Jahr. So, raus hier. Fangen wir mal an. So, mit der Grün würde ich sagen. I'm ready. Dann machen wir die. Andres Feuerzeug bitte. Was geht? Airbomb in Blau. Grün. Oh, lol. Ja, geil. Achtung, was machst du? Ach, du machst nur. Ja, kannst du. Der ist nicht. So. So Leute, jetzt machen wir hier die Airbomb in Rot. Oh nein, so nicht. So. Naja. Los geht's mit der Airbomb. Pink! LOL! Okay! LOL! Airbomb, gelb. Komm mal. Hoffentlich verpufft die nicht so wie die ja, gerade eben. Oh Leute. Ja. Aber lila. Blue on! Oh. Schau mal. Start. Wow. Schöne blaue Sterne. Kann man sich gönnen, Leute.